Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich begrüße ganz herzlich auch alle Vertreterinnen und Vertreter des Diplomatischen Korps aus Thinktanks und Akademien, Stiftungen, NGOs und Medien im Publikum. Dies ist tatsächlich schon die 16. außenpolitische Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung. Tradition beginnt ja mit 2. Insofern können wir da schon auf eine auch ganz beachtliche Tradition zurückblicken. Und ich glaube, es ist tatsächlich gelungen, über die Jahre diese außenpolitische Jahrestagung zu einem prominenten Ort der außen- und sicherheitspolitischen Debatte in Berlin zu machen, mit durchaus etwas anderem Charakter als viele andere etablierte außen- und sicherheitspolitische Konferenzen. Das Publikum ist sichtlich jünger im Durchschnitt, was jetzt nichts gegen die Älteren sagt, zu denen ich ja selbst auch gehöre. Es ist sehr international. Und es ist vielleicht auch etwas kontroverser in der Diskussion, als das sonst der Fall ist. Und genau das wollen wir auch. Sozusagen eine offene, lebhafte und ernsthafte Diskussion über die weltpolitischen Fragen, die uns alle bewegen. Weshalb haben wir uns in diesem Jahr dafür entschieden, den Umgang mit autoritären Regimes als außenpolitische Herausforderung ins Zentrum dieser Konferenz zu rücken. Vor 25 Jahren, und das ist weltpolitisch gesehen doch ein sehr kurzer Zeitraum, verkündete ein Artikel vom Ende der Geschichte, der weltweit Furore und sein Autor Francis Fukuyama weltberühmt machen sollte. Knapp zusammengefasst war die Kernthese dieses Artikels, die oft nur sehr verkürzt rezipiert worden ist: Der Kampf der Ideologien ist vorbei. Faschismus und Kommunismus sind auf der Müllhalde der Geschichte gelandet. Der Sieg gehört dem liberalen Kapitalismus, also der Kombination von Demokratie und Marktwirtschaft, und die künftige Entwicklung der Staatenwelt, so die Voraussage, wird sich innerhalb dieses Paradigmas abspielen. Ende der Geschichte hieß also nicht Stillstand, sondern es hieß Ende der Systemkonkurrenz. So ganz aus der Luft gegriffen war diese These nicht. Die Berliner Mauer war gefallen, mit ihr ging das sowjetische Imperium und das Reich des bürokratisch-autoritären Sozialismus unter. Zuvor, schon in den 70er Jahren, waren Spanien und Portugal ins demokratische Lager gewechselt, hatten die Griechen ihre Obristendiktatur abgeschüttelt. Eine neue demokratische Welle rollte durch Lateinamerika. Und der damalige amerikanische Präsident George Bush proklamierte: Die Zeit der Diktatoren ist vorbei. Wir wissen, was funktioniert, die Demokratie, und wir wissen, was zählt, die Freiheit. So optimistisch würde vermutlich heute kein westlicher Staatsmann sprechen. Die Geschichte ist zurück und die liberalen Demokratien werden aus zwei Richtungen herausgefordert: von einem neuen, selbstbewusst auftrumpfenden Autoritarismus und von einer neuen, religiös unterfütterten Ideologie, dem islamischen Fundamentalismus, der offen erklärt, eure Werte sind nicht unsere Werte und eure Moderne ist unser Gegner. Es ist hier nicht der Ort, in eine wissenschaftliche Erörterung einzutreten, was die Kennzeichen von autoritären Regimes sind. Der Begriff ist dehnbar und es gibt eine ganze Grauzone von Übergängen zwischen Demokratie und Diktatur. Dazu schwirren diverse Begriffe durch die politikwissenschaftliche Diskussion. Defekte Demokratien, von oben gelenkte Halbdemokratien, Fassadendemokratien,
in denen die demokratischen Institutionen, Wahlen, Parlamente, konkurrierende Parteien nur noch als Potemkinsche Dörfer weiter bestehen. Wo ordnen wir die Türkei auf dieser Skala ein? Wo Ungarn? Wo Ägypten oder Russland? Darüber kann man trefflich streiten. Aber wir wissen doch ganz gut, was letztlich die Unterscheidungsmerkmale zwischen liberaler Demokratie und Autoritarismus sind. Freie und faire Wahlen, politischer Pluralismus, Gewaltenteilung, kritische Öffentlichkeit, unabhängige Justiz, eine freie Zivilgesellschaft. Es ist diese Kombination zwischen institutioneller Ordnung und einer freiheitlichen politischen Kultur, die die liberale Demokratie ausmachen. Der arabische Frühling erschien vielen von uns als eine Neuauflage der demokratischen Welle, die 1989-90 Europa erfasste. Ein großer Aufbruch für Würde und Selbstbestimmung. Inzwischen stehen wir fast überall vor den Trümmern dieser Hoffnung. Gleiches lässt sich für Russland sagen. Präsident Putin beschränkt sich nicht darauf, das eigene Land wieder in den Schraubstock absoluter Macht zu nehmen. Die Intervention in der Ukraine ist zu guten Teilen auch eine präventive Konterrevolution gegen die Ausbreitung des demokratischen Virus in Russlands Nachbarschaft. Östlich der Europäischen Union spannt sich ein Gürtel mehr oder weniger autoritärer Regimes. Russland, Weißrussland, die zentralasiatischen Republiken, Aserbaidschan, in einem gewissen Grad auch Armenien. Der größte und wichtigste Gegenspieler zur liberalen Demokratie aber heißt China, dessen regierende Elite ihr Modell eines autoritären Modernisierungsregimes offensiv vertritt. Alle Kritik wird zurückgewiesen mit Verweis auf die unbestreitbaren ökonomischen und sozialen Erfolge des chinesischen Wegs. Alle Forderungen nach Demokratisierung als Bedrohung für die Stabilität des Landes abgewehrt. Wir oder das Chaos. In dieser Formel treffen sich heute die Regierenden in Peking, Moskau oder Kairo. Und damit finden sie durchaus weiten Rückhalt in ihren Gesellschaften. Mehr oder weniger autoritäre Regimes sind also keine bloßen Übergangserscheinungen auf dem Weg zur Demokratie. Sie bilden Herrschaftsformen sui generis. Und sie bekennen sich ohne Scham dazu. Das heißt auch, wir können nicht so tun, als würden sie schon morgen verschwinden. Das ist der Ausgangspunkt unserer Konferenz. Gleichzeitig hat, auch das gehört zu einer nüchternen Bilanz, die Ausstrahlungs- und Anziehungskraft der Demokratie gelitten, und zwar bis in unsere eigenen Gesellschaften hinein. Die Gründe dafür sind vielfältig. International spielt sicher eine Rolle, dass die Politik des bewaffneten Regime-Change, die Amerika in den 90er Jahren praktizierte, krachend gescheitert ist. Irak steht dafür als Sündenfall. Und Guantanamo als Symbol für die Glaubwürdigkeitskrise westlicher Demokratien. Es gibt wachsende Zweifel am Konzept des Demokratieexports und der damit verbundenen Fähigkeit zum State-Building, also zum Wiederaufbau, zur Rekonstruktion von Staaten auf demokratischer Grundlage. Afghanistan oder auch Kosovo sind dafür sprechende Beispiele. Dazu kommt die Finanzkrise von 2008 und 2009, die ja in den USA und in Europa ausgebrütet wurde, mit ihren verheerenden und bis heute nachwirkenden sozialen Folgen. Die geringe wirtschaftliche Dynamik der meisten westlichen Demokratien und das sich ausbreitende Gefühl in unseren eigenen Gesellschaften, dass die Gestaltungskraft demokratischer Politik gegenüber dem Eigenleben der globalen Ökonomie schrumpft. Das alles sind Fragen, die die Selbstsicherheit und Selbstgewissheit demokratischer Politik betreffen und an ihrer Substanz nagen. Wie selbstbewusst können und wollen wir die Werte von Demokratie und Freiheit global vertreten? Und welche Instrumente stehen uns dafür zur Verfügung?
Auch die Spielräume für zivilgesellschaftliche Demokratieförderung in autoritären Staaten werden ja zunehmend eingeschränkt. Die deutschen politischen Stiftungen können ein Lied davon singen. Unterstützung demokratischer Zivilgesellschaft wird zunehmend als unerwünschte Einmischung in die politische Souveränität der jeweiligen Staaten zurückgewiesen. Und die autoritären Machthaber lernen sehr schnell voneinander, wie man Nichtregierungsorganisationen unter Kontrolle bringt und die letzten Freiheitsräume versperrt. Gleichzeitig gibt es begründete Zweifel, ob das Konzept Wandel durch Annäherung funktioniert. Die zunehmende wirtschaftliche Verflechtung und politische Kooperation mit Staaten wie Russland oder China seit den 90er Jahren hatte zumindest keine positive Rückwirkung auf ihre innere Verfassung. Manchmal scheint es sogar, dass wachsender Austausch nach außen zum Ausbau des Kontrollregimes nach innen führt. Das führt uns zur nächsten Kontroverse. Sollte Demokratieförderung überhaupt ein Ziel unserer Außenpolitik sein? Oder gehen wir zurück zu einer Außenpolitik, die sich nicht um die innere Verfasstheit von Staaten kümmert, sondern allein auf zwischenstaatliche Interessen abhebt, wie es uns die hyperrealistische Schule empfiehlt? Dagegen möchte ich halten, dass Demokratieförderung kein idealistisch naives Klimbim ist. Es liegt in unserem ureigenen Interesse, den Kreis demokratischer Staaten zu erweitern. Das gilt auch mit Blick auf die langfristige globale Sicherheit und Stabilität. Es ist eben doch etwas dran an der Feststellung, dass Demokratien keine Kriege gegeneinander führen. Der empirische Befund zeigt, dass es eine starke Korrelation zwischen fundamentalistischen Ideologien, terroristischen Bewegungen oder Verbreitung von Massenvernichtungswaffen mit autoritären Regimes gibt. Das außenpolitische Verhalten von Regierungen wird nicht zuletzt vom Charakter ihres Herrschaftssystems bestimmt. Daher ist es für die Stabilität und Berechenbarkeit internationaler Politik nicht unerheblich, wie Staaten im Inneren verfasst sind und wie sie regiert werden. Kompromisse im Umgang mit autoritären Regimes sind unvermeidlich. Worauf es ankommt, ist, einen Weg zu finden, der Kooperation und Interessenausgleich ermöglicht, ohne sich mit Willkürherrschaft und Unterdrückung zu arrangieren. Liberale Demokratie muss man im Übrigen auch niemandem aufzwingen. Wenn Menschen die Wahl haben, entscheiden sie sich eben nur in den seltensten Fällen für diktatorische Herrscher, die die Ressourcen des Landes zu privaten Zwecken unter Einsatz von Gewalt ausbeuten. Der Wunsch, anständig regiert zu werden und selbst Herr der eigenen Geschicke zu sein, ist universal. Es ist wohl wahr, dass wir nach außen nur überzeugend auftreten können, wenn wir unser eigenes Haus in Ordnung bringen. Aber trotz aller Krisen und Fehlentwicklungen muss sich der demokratische Westen nicht verstecken, sondern sollte seine Werte offensiv vertreten, statt im Kulturrelativismus zu huldigen. Auch wenn sie im Westen entstanden sind, handelt es sich inzwischen um universelle Werte. Überall berufen sich Menschenrechtsaktivisten auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948. Sie sind die letzte Antwort auf das Jahrhundert der Kriege und Massenmorde, die letzte gemeinsame Utopie der Menschheit. Das alles sind große und dann im Detail durchaus komplizierte Fragen. Wir hoffen also auf gute Diskussionen und zumindest einige tragfähige Antworten im Verlauf der Konferenz. Es freut uns außerordentlich, dass wir dafür eine ganze Reihe namhafter Vertreterinnen aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft zusammenbringen konnten. Ich wünsche uns allen gute Debatten, Erkenntnisgewinn und auch einen unterhaltsamen politischen Abend. Und bevor ich das Wort an die Moderatorin der nächsten Runde übergebe, Silke Tempel, würde ich gerne mich noch bedanken bei unserem Partner, dem European Council for Foreign Relations,
und ganz herzlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen von der Böll-Stiftung, die diese Konferenz aus der Taufe gehoben haben, vor allem Gregor Enste, unserem Referenten für Außen- und Sicherheitspolitik, und seinen Kolleginnen Stefanie Mendes-Candito und Doreen Beierlein. Vielen Dank. Und damit bitte ich Silke Tempel, die Regie zu übernehmen, die in ihrer bewährten Art nicht zum ersten Mal uns durch den weiteren Abend führen wird. Bitte sehr.